Windenergie deckt hierzulande aktuell etwa ein Viertel des Strombedarfs. Damit die Energiewende in Deutschland gelingt, muss dieser Anteil noch deutlich wachsen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, dass der Ausbau der Windkraft wieder an Fahrt aufgenommen hat. Bis Juni dieses Jahres habe man an Land 240 neue Anlagen installiert, heißt es von den Branchenverbänden. Das ist ein Plus von mehr als 60% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Doch es gibt auch Kritik. Um die verschärften Klimaziele zu erreichen, genüge das Ausbautempo noch nicht. Die Windenergiebranche in Deutschland erholt sich. Im ersten Halbjahr 2021 wurden gut 60% mehr Leistung installiert als im Vorjahreszeitraum. Der Bundesverband Windenergie BWE glaubt, dass die Talsohle vor 2 Jahren durchschritten wurde und es nun wieder aufwärts geht. Nach der schweren Krise 2019 und bedingt auch 2020 haben wir einen deutlichen Wiederanstieg des Zubaus in 2021, jetzt im ersten Halbjahr, mit 971 Megawatt. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, gerade nach der Krise der Vergangenheit. Wie stark der Ausbau zurückgegangen ist, zeigt ein Blick auf das vergangene Jahrzehnt. Zum Höhepunkt 2017 wurden fast 1.800 neue Anlagen errichtet. 2 Jahre später waren es noch 325. Die 240 im gerade abgelaufenen Halbjahr wertet der Verband als Erfolg. Doch laut Branche seien bessere Rahmenbedingungen nötig. Von der Politik ist es jetzt weiterhin notwendig, um die Verdoppelung des Ausbaus der Windkraft in Deutschland sicherzustellen, dass in der Bund-Länder-Kommission mit den Ländern klar definiert werden, dass alle Länder ausreichend Fläche bereitstellen. Das ist insbesondere in Bayern und auch in den anderen süddeutschen Ländern auch im ersten Halbjahr 2021 ein Problem gewesen. Für die Windenergiebranche ist klar, beim derzeitigen Tempo des Ausbaus sind Deutschlands Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Ja, und dazu spreche ich jetzt mit Thorsten Lenk von der Agora Energiewende. Das ist eine Denkfabrik, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, nach mehrheitsfähigen Kompromisslösungen beim Umbau des Stromsektors innerhalb der Energiewende zu suchen. Guten Tag, Herr Lenk. Guten Tag. Sind wir mit der Windenergie eigentlich auf dem richtigen Weg oder müsste da mehr getan werden? Also die jetzt vorgelegten Zahlen weisen in die richtige Richtung. Der Windenergieausbau an Land nimmt wieder Fahrt auf. Er reicht aber nicht aus, wenn die Bundesregierung die Klimaziele erreichen möchte. Wir brauchen einfach erneuerbaren Strom, wenn wir in einem klimaneutralen Deutschland auf Kohle, Öl und Gas verzichten wollen. Und dafür sind erneuerbare Energien und insbesondere erneuerbarer Strom notwendig. Und der Ausbau müsste mindestens doppelt so stark sein, im Mittel 5 Gigawatt in den Jahren bis 2030. Und dadurch, dass wir jetzt aus der Talsohle wieder rauskommen, heißt das eben, dass wir deutlich einen ambitionierteren Windenergieausbau in Deutschland sehen müssten, um das Ziel zu erreichen. Sie sagen, er müsste doppelt so hoch sein, der Windenergieausbau. Was sind denn die größten Hemmschuhe? Es gibt mehrere Hemmschuhe. Letztlich bedeutet Klimaschutz ja ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Bei dem Wind gibt es vor allem 3 Dinge, die getan werden müssen, um den Wind wieder auf Zielkurs zu bringen. Das heißt, zum Ersten müssten im Erneuerbaren Energiengesetz die Ausbaumengen und die Ausbauziele so weit erhöht werden, dass es kompatibel ist zur Klimaneutralität. Das Zweite ist dann, weil Zahlen alleine im Gesetz und Ziele nicht reichen, auch die Flächen, die für den Wind benötigt werden, das sind etwa 2% der Bundesfläche, für den Wind rechtssicher zur Verfügung zu stellen, dass auch die Anlagen gebaut werden können. Und das Dritte ist, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, damit dann auch zügig die Windkraftanlagen ans Netz kommen können. Bayern und Baden-Württemberg haben ja im Vergleich zu anderen Bundesländern weniger Windräder. Was muss denn geschehen, damit diese regionalen Unterschiede ausgeglichen werden? Es liegt häufig daran, wie viel Fläche die jeweiligen Bundesländer zur Verfügung stellen. Es gibt beispielsweise Abstandsregelungen zwischen Windenergieanlagen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen.
Und in Bayern gibt es die sogenannte 10H-Regel, die besagt, dass die Windenergieanlagen das Zehnfache der Höhe als Mindestabstand zwischen Windenergieanlage und den Siedlungen haben müssen. Und damit fallen ganz viele Flächen in Bayern für den Windenergieausbau weg. Da sind andere Bundesländer viel niedriger mit den Abständen. 10H bedeutet bei einer Windradhöhe von über 200 Meter mittlerweile 2 Kilometer Abstand zwischen Siedlung und Wohnbebauung. In Schleswig-Holstein gibt es Anlagen, die stehen viel näher, 400 Meter. Das heißt, hier einen Kompromiss zu finden zwischen den Abständen und nicht starre Vorgaben zu machen, sondern hier dynamisch heranzugehen und mit der Bevölkerung zusammen Flächen festzulegen, auf denen Wind gebaut wird, und andere Flächen festzulegen, auf denen andere Nutzungsformen stattfinden. Das ist Voraussetzung, damit der Windenergieausbau auch wirklich klappen kann. Also das heißt, dass Sie das für Sie es völlig okay wäre, wenn Bayern zum Beispiel weniger Windräder hätte, dafür aber beispielsweise in Schleswig-Holstein mehr stünden? Das ist ein Kompromiss, der zu finden ist. Wir brauchen 2% der Landesfläche. Ganz klar ist dann für Bayern, ohne Windstrom wird ein Energiesystem sehr, sehr teuer werden. Das heißt, rein aus einer energiesystemischen Sicht müssten dann Stromleitungen gebaut werden. Ein Optimum ist eben ein optimales Verhältnis von Windenergieanlagen und Solaranlagen zu bauen. Dann können wir das erreichen, dass die Energiewende auch günstig wird. Insofern ist auch dringend notwendig, dass wir einen Ausbau von Windenergieanlagen in Bayern und in Süddeutschland sehen in den kommenden Jahren. Ist es denn eher sinnvoll, den Ausbau auf dem Land oder auf See zu forcieren? Auf See haben wir höhere Volllastbenutzungsstunden, wie wir sagen. Das heißt, der Wind weht einfach viel gleichmäßiger und damit können wir auch zu anderen Zeiten den Strom bereitstellen. Allerdings kommen wir, um auf die Klimaziele zu kommen, nicht aus ohne Windenergie an Land und ohne Windenergie auf See. Das heißt, es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern die Maßgabe muss ein Sowohl-als-auch sein. Wie kann die Akzeptanz in der Bevölkerung gesteigert werden? Ich glaube, dass vor allem Leute, die Windenergieanlagen kennen, das zeigen Statistiken und Umfragen, viel bereiter sind, auch Wind an Land zu akzeptieren. Ich glaube auch, dass die Erklärung, warum wir den Wind brauchen, eben damit unsere Wirtschaft auch weiter funktionieren kann, damit wir in Deutschland ausreichend Strom haben, schon sehr stark dazu hilft, wenn der politische Wille dahinter ist, den Ausbau auch zu höherer Akzeptanz zu führen. Am Ende müssen wir die Leute mitnehmen, die die Windenergieanlagen vor Ort haben. Das heißt, die frühzeitig einbinden in die Planungsverfahren und dann auch an den Gewinnen, die die Windräder abwerfen, vor Ort beteiligen. Das sind Maßnahmen, mit denen wir die Akzeptanz auf jeden Fall steigern können. Vielen Dank für das Gespräch, Thorsten Lenk. Vielen Dank.